Ey, nice dich wiederzusehen. Willkommen zurück hier bei meinem Kumpel Void Train. Ja, wir haben einen Roffel-Emo, der uns beschützt, und wir haben einen Roffel-Emo, der Sachen repariert. Uns geht's richtig gut, würde ich sagen. Wir müssen jetzt bloß mal kurz gucken. Frag mich halt, repariert er das jetzt hier? Sieht nicht so aus. Das haben wir ja alles, ne? Storage, gibt's keinen besseren. Production. Der Garten. Aber der Garten, bringt uns der Garten schon irgendwas? Haben wir irgendwas, was wir anpflanzen können? Erstmal ordentlich was trinken, ordentlich hydrieren. Und dann schauen wir weiter. Ah ja, das Eis nehmen wir mal immer mit. Und dann ist ja quasi immer noch unser erklärtes Ziel der Grappling Hook, ne? Driller. Cold Bricket. Dafür brauchen wir echt viel Zeug, Freunde. Dafür brauchen wir echt viel Zeug. Hier brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eisen. Und ein Kupfer. Hier haben wir nicht. So viel haben wir nicht. Hier ist kein Holz. Okay, ich würde aber sagen, los geht's hier. Vor allen Dingen Ausschau halten nach Holz. Wir haben ja schon geguckt. An die... oh, da ist Eis. An die Inseln kommen wir so nicht ran. Also muss es was anderes Interessantes geben. Überlegt, eigentlich könnten wir. Hui, eigentlich könnten wir immer die. Na? Eigentlich könnten wir immer die plündern und dann einfach den Ofen mit Fett antreiben. Aber das ist natürlich auch so eine Überlegung, wo man sagt: Ja, ich weiß nicht, ob dann so viel. Ne, wenn du verstehst, was ich meine. Ich will unbedingt den Grappling Hook, weil ich glaube wirklich, dass das halt ein richtiger Grappling Hook ist, ne? Dafür brauchen wir aber unheimlich viel Holz. Thank you.
Nicht so, Kollege Schnürschuh. Nicht so. Da war's. Ich hatte irgendwo im Augenwinkel Holz gesehen. Und dann bin ich hingesprungen. Keine Ahnung mehr, wo es war. Kennt ihr dieses Feeling, wenn ihr ungefähr wisst, wo was ist und dann findet ihr es nicht mehr? Die meisten kennen das vielleicht aus irgendwelchen Mathe-Klausuren damals noch in der Schule, Alter, wenn man dieses scheiß Formelbuch nutzen durfte. Mein Formelbuch war vollgeschrieben mit allen möglichen Lösungen, Alter. Da standen nicht nur die Formeln drin, da stand alles drin. So, lass mal gucken, wie weit kommen wir denn jetzt schon? Wir können schon mal die herstellen. Für Kupfer braucht man Eisen und die Chemikalien, ne? So viel ich noch weiß. Mal auch gucken wegen Eis, damit wir nicht verdursten. Ich hoffe, ihr kriegt hier kein Schleudertrauma. Ich glaube, es ist immer noch was anderes, wenn man selber zockt oder wenn man zuguckt und die Kamera sich die ganze Zeit hin und her bewegt. Übrigens ganz großes Dankeschön an alle, die hier Bock drauf haben und die Folgen freundlich bewerten. Finde ich super nice. Danke euch. Will er nicht. Ich frage mich, warum er manchmal komplett wegblockt und beim anderen Mal ist es einfach kilometerweit hinten. Bestimmt immer, wenn wir was Gutes übersehen haben, dann blockt er uns. Apropos blocken. Zack. Okay, die haben wir. Zwei Federn. Ist eine Wolke. Ich dachte schon, Alter. Das. Die Feder haben wir. Genau, jetzt müssen wir Kupfer brennen. Kupfer brauchen wir dieses Chemiezeug, genau. Nichts verschwenden, wir bauen nur ein Kupfer. So. Denn wir brauchen nur so ein Copper Pipe. Das ist so krass. Ich frag mich, ob es sowas wie so ein Effektivitätsding gibt. So, jetzt haben wir alles, ne? Auf. Mach's jetzt nicht so spannend. So.
Alter, wie er einfach gefühlt ein Jahr braucht. Geht das? Ja, sobald es mir blau angezeigt wird, ne? Nice. Kann man das noch upgraden, dass das über die ganze Map geht? Leute, das ist doch mal richtig geil. Oh, das gefällt mir richtig. Das ist quasi genau das, was wir uns die ganze Zeit gewünscht haben. Was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Was ihr euch gefälligst auch die ganze Zeit gewünscht habt. Trinken. Ey, ich finde wirklich, das Inventar ist einfach so klein. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir ein größeres Inventar bekommen. Die Chemieteile. Ich will auf jeden Fall eine Kiste wieder voll machen mit den Chemieteilen. So, wir haben auch noch Fleisch. Gesehen, wir können ja hier. Was ist das? Zwei so eine grünen Teile brauche. Ah, das kriegen wir hin. Locker. Locker easy aus der Pfeife gerockt, Alter. Guck mal, Wood und Fett hat denselben Brennwert. Das heißt, wenn die hier vorbeikommen. Okay, ey, so läuft das doch schon deutlich angenehmer, oder? Man muss jetzt bloß gucken, dass man halt auch wirklich alles sieht, ne? Ja, aber das verkürzt auf jeden Fall die Zeit, aber wir werden uns trotzdem noch genügend Zeit nehmen, hier in Ruhe die Sachen zu erforschen, etc.
Ja, Raw Meat. Was, wo? Ich mach mich völlig irre, der Typ. Okay. Aber wir haben ein bisschen Fett dazu bekommen. Ups. So, das haben wir. Was ist das? Water Biden. Okay, aber wo? Water? Habe ich irgendwas nicht? Was ich bräuchte. Ah, warte mal. Oh, weiser Roffel-Emo. Ich habe keinen Plan. Ich denke mal, wir müssen einfach so ein Teil hier herstellen, ne? Ice Crushing. Coal Crushing. Lump of Ice, Lump of Coal. Und Coal Briquette. Es geht alles dann schon in Richtung richtig, richtig Lokomotive und so, ne? Mein Hirn ist richtig. Ich bin am Kochen, Alter. Also, ja, ich bin tatsächlich am Kochen. Aber ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was müssen wir bauen? Was macht am meisten Sinn jetzt? Was macht am wenigsten Sinn jetzt? Was ist am lustigsten jetzt? Zu den Inseln, da ist halt immer noch nichts. What? Wir sind voll. Okay, das kann man da rein, das kann da rein. Wir müssen viel mehr schmelzen.
Essen können wir weiter herstellen. Okay, dann lass mal gucken, was wir brauchen. Wir brauchen 4, 5, 6. Was brauchen wir für so einen Stößel? Und für so ein Zahnrad, weiß ich gar nicht. 7. Okay, dafür brauchen wir 1, dafür brauchen wir 1. Okay. Das heißt, zusammen mit den Teilen, die da sind, das heißt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eisenteile. Und das ist nur, um den Blueprint herzustellen. Und um den dann auch noch zu nutzen, brauchen wir nochmal dieselbe Scheiße. Wow. Habe ich denn so viel übersehen? Verarsch mich doch, das ist doch gerade erst alles gespawnt, oder? Guck dir das mal an, 1, 2, hier ist noch Eisen. Da ist noch Eisen, da ist noch Eisen, hier ist überall noch Eisen. Damn. Damn. Ja, Freunde, man kann nicht alles sehen. Ist natürlich der Vorteil, wenn man das jetzt im Multiplayer zockt, ne? Denn das geht im Multiplayer. Ich weiß nicht mit wie vielen. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wenn du da mit mehreren unterwegs bist, weißt du, selbst wenn nur einer draußen ist und sammelt, der andere kann halt die ganze Zeit irgendwie herstellen, gucken, dass es weitergeht. Klar, ein paar Sachen braucht man dann doppelt. Aber ich denke, zu zweit überlebt man das eher, wenn man da was doppelt braucht. Ich bin jetzt heiß auf das Holz hier überall. Da auch mal mit. Puh, ja. Naja, überleg mal, wenn wir jetzt da die Lok weiterbauen. Ist halt das Ding, ne? Ich glaube, frei werden wir erst wieder sein, wenn wir mit dem Research durch sind und wenn wir quasi alles geresearched haben und dann alles herstellen können auch. Ja, dann müssen wir uns bloß noch darauf konzentrieren, dass wir halt das herstellen oder die Teile bauen, die wir gerade brauchen. Bis dahin dauert es noch eine Weile. Es war knapp, ne? Habt ihr gesehen, Alter? Ich habe das nicht gesehen, dass da schon Endstation war.
Wir haben auch ordentlich Schaden abbekommen von den Space Nazis. Zum Glück hatten wir uns einen Panzer an. Müssen wir uns mal einen neuen herstellen, bevor wir zum Depot fahren. Eis ist immer gut. Aber ihr wisst, wir sind eigentlich auf der Suche nach anderem Zeug hier. Nach Scrappy McMetal und nach Holz. Also viel wie möglich mitnehmen. Na. Weit kommt's noch, dass wir das nicht mitnehmen können. Da rein. Können wir nicht. Also ich mag den Enterhaken. Ich habe mir so gewünscht, ich habe so gehofft, dass es so einen Enterhaken gibt. Deswegen, ich bin super froh, dass es den gibt. Macht halt auch Sinn, ne? Ich finde geil, dass man halt drauf schießen kann und dann einfach vergessen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der Abschnitt hier ist aber auch ziemlich rohstoffreich, ne? Also muss man schon sagen. Ich habe übrigens aufmerksam die Kommentare gelesen. Hatte ja gefragt, was ihr meint, wie lange wir Void Train hier zocken wollen und so. Weil halt der Gameplay-Loop ziemlich gleich bleiben wird, ne? Ich weiß nicht, wie lange das interessant für euch ist, dass wir... Also ich denke, das, was ich hier mache, das ist auch noch das, was wir in 20, 30 Folgen machen. Deswegen schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, dass ihr auch weiterhin Bock drauf habt. Ja, umso mehr ihr unter den Folgen schreibt, hey, ich finde das cool, das macht mir Spaß und so zuzugucken, umso länger wird das Ganze hier gehen. Das ist ja wie mit jedem anderen Open World, vor allen Dingen Early Access Titel etc. Das ist ja eigentlich nichts Neues für euch. Kennt ihr ja. Genau den wollte ich erwischen. Nice. So, zack, zack, zack. Das sieht doch schon wieder ganz gut aus, Alter. Mir gefällt es, dass wir hier endlich wieder richtig Holz haben. Ordentlich Holz vor der Hütte. Zack. Jo, Handy sagt, es ist wieder soweit. Und wenn Handy sagt, es ist soweit, Handy hat meistens recht. Was zu trinken.
Ja, dann will ich mich Handy natürlich nicht in den Weg stellen. Freunde, ich würde sagen, wie es hier weitergeht mit unserem Train und unserem Void und unserem Void Train und den Roffel-Emos, die immer noch keinen Namen haben, das seht ihr in der nächsten Folge von Void Train, wenn ihr den Bock drauf habt. Deswegen hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, das hilft sehr viel. Und unter mir könnt ihr natürlich einen Kommentar schreiben. Mein komplettes Aufnahmeprogramm ist stehen geblieben. Ich hoffe, das ist hier noch drin, was ich hier sage. Ich werde es gleich sehen. Haut rein. Ciao, ciao.